Desperate Studios. Alter, du machst mir Angst. Lass das mit den Fesseln mal bleiben. Die Fesseln, die fallen mir auf den Strauf. Muss ich mal wegmachen. Mein Hammer. Ne? Schon wieder eins. Auch wenn es von da. Ich krieg ja fast Angst. Komm mit. Ah! So, hallo, willkommen. Ich bin's, der Tourette Gamer. Und heute, ja, heute schauen wir uns mal eine tolle Demo an. Würde ich sagen. So selten ist es, dass wir mal richtig tolle, epische Demos zusammen anschauen. Ja, heute ist es soweit. Gut, dann starten wir mal die schöne Demo und lassen uns da mal überraschen. So, run und auf geht's. Mann, bin ich gespannt. Seid ihr auch so gespannt wie ich? Gut. Hallo Fans mit V von The Game Corner. Es wird Zeit für die neue Den jedes Jahr gibt es wieder tolle Spiele und Programme. Natürlich kann man auch etwas gewinnen. Ach, wie schön. Gewinnchancen 1%. Spiele auf dieser Dis. Punkt. Diesmal nur. Doppelpunkt. Gar nichts. Ja, Programm auf dieser Dis. Punkt. Mu. Spitzenmusikassembler. Musikassembler. Achso, Demo Maker. Demos super gemacht. Warlord. Wie jedes Jahr ein super Vieh. Punkt. Hä? Airwolf. Wie jedes Jahr ein super Vieh. Punkt. Airwolf Teil 2. Und Superspiele gibt's zu gewinnen. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja fantastisch. Demo. Gemacht mit dem Demo Maker. Spiele zu gewinnen. Doppelpunkt. Erstens, zweitens. Zweitens. Drittens. Viertens. Erstens Invest mit W. Zweitens Ölimperium. Drittens Rings of Medusa. Viertens Rambo. Tschüss. Also ganz ehrlich, wer hat so eine Scheiße gemacht? Aber man findet immer wieder Kuriositäten auf seinen Disketten. Und diese kurze Kuriosität wollte ich euch nicht vorenthalten. Schauen wir doch mal weiter gleich. So, diesen versprochenen mega geilen Music Assembler, der in dieser Demo gerade angeteased wurde, den werden wir doch auch mal starten. Der befindet sich ja auch auf dieser Diskette. So, wir starten einfach mal Mu und gucken mal, was das ist. Hoffentlich keine Kuh. Ah, Simons Musikmaschinen. Achso, Musikmaschinen. Scheiße, ich war wohl zu jung und konnte mit 5 Jahren noch kein vernünftiges Deutsch. Ach, egal, was soll's. Hier kann man super geile Musik machen. Dieses Programm ist wirklich genial. Muss ich euch mal zeigen. Geil, oder? Wir können sogar die Waveform ändern. Machen wir das mal. Wir nehmen mal F3 hier. Nee, F4. Warum denn nur die... Ich hasse sowas. Egal, so. Okay. Geil. Ne Taste steht da. Da steht ne Taste. Select Solo or Polyphonic. Was ist das denn? Okay. Yeah. Geile Musik. Ey, das ist ja mal richtig Partymucke hier am Start. Auf meinem Kanal gibt es die beste Musik, die den Ohren am meisten wehtut. Mein Ohr blutet schon. Ich hoffe, eures auch. Geile Musik. Ich kann hier richtig coole Sachen mitzaubern. Drück mal AA. AA gibbelt aber nicht. Was ist ein AA? Ja, natürlich, wie man sieht, ist das ein reines Basic-Programm gewesen. Und war eigentlich gar nicht so komplex, wie man sieht. Habe ich also im Alter von 5 Jahren schon mal gut schreiben können, die paar Sachen hier.
Oder abgetippt oder so. Keine Ahnung. Ist so lange her. Wie auch immer, ich guck mal weiter, was ich sonst noch so finde in meinem Kuriositätenkabinett hier und mach mal hier mit Schluss.